Die Zwillingshäfen von Los Angeles und Long Beach sind die geschäftigsten der Welt. Tausende von großen und kleinen Frachtern durchqueren diese dunklen Gewässer jedes Jahr. Doch einige der fesselndsten Geschichten spielen sich unter der Wasseroberfläche ab. Das hier ist kein Scherz, das ist echt. 1966 wird ein nicht identifiziertes Objekt gemeldet, das aus dem Kanal aufsteigt und mit 270 Stundenkilometer über die Insel hinwegrast. Der erste einer Vielzahl von Berichten über nautische Objekte, die alle Ähnlichkeiten mit sogenannten UFOs haben. Doch diese UFOs bewegen sich den Berichten zufolge unter und über Wasser. Ein blendend helles Licht. Es bewegte sich schnell Richtung Wasseroberfläche. Man nennt sie auch USOs, unbekannte, schwimmfähige Objekte. Da schwimmt etwas Außergewöhnliches in diesen Gewässern. Zum ersten Mal melden sich neue Zeugen zu Wort. Dann wurden wir von einem Lichtstrahl getroffen. Unterstützt durch Aufzeichnungen und Polizeiberichte, wissenschaftliche Tests und Analysen. Da haben wir den Beweis. Absolut. Öffnet das Team der UFO-Hunter Bill Burns, Pat Uskert, Jeff Tomlinson und Dr. Ted Ackworth die USO-Akten von Catalina Island. Die USOs nutzen diesen Ort als Jagdversteck. Wir sind die Beute. Ist dieses Übermaß an Sichtungen ein Produkt überschießender Fantasie oder steckt mehr dahinter? Die Lichter, die ich gesehen habe, waren anders als alles, was ich kenne. Das Team geht der Sache auf den Grund. Das da ist das Heckruder eines Flugzeugs. Das ist Fall Nummer 66307. Catalina ist eine knapp 300 Quadratkilometer umfassende Insel, gut 35 Kilometer südwestlich von Los Angeles. Der Catalina Channel, der die Insel vom Festland trennt, ist der Hauptkorridor zu einem der geschäftigsten Häfen der Welt, dem Zwillingshafen von Los Angeles und Long Beach. Für viele ist diese Insel ein Idyll. Doch das wahre Geheimnis liegt hier nicht auf dem Wasser, sondern lauert darunter. Sie sehen hier ein unidentifiziertes fliegendes Objekt. Alles nahm seinen Anfang am 15. April 1966 gegen 9.45 Uhr morgens. Ein Objekt ohne Heckschweif und erkennbarem Antrieb wurde gefilmt, wie es mit fast 270 Stundenkilometer über Catalina hinwegrast. Aufgenommen wurden diese Bilder von Leland Hansen. Mr. Hansen ist ein professioneller Fotograf im Dienste der US Navy. Das silberne, scheibenförmige Flugobjekt machte nicht das geringste Geräusch, während es über die Berge außer Sicht flog. Dies ist der erste dokumentierte Bericht über ein UFO, das über den Inseln und dem Kanal gesichtet wurde. Aber bei weitem nicht der letzte. Hier ist unser Fall. Ich habe gerade mit Noah Feliz gesprochen, einem Privatpiloten, der vor 30 Jahren eine Begegnung mit einem unbekannten, schwimmfähigen Objekt im Meer vor Catalina hatte. Dann, bang, das Objekt hat ihn geblendet und seine Maschine ist ins Meer gestürzt. Er behauptet, in Ripper's Cove gibt es UFOs. Soll das heißen, Noah Felices Absturz war eine direkte Folge der Begegnung mit einem USO? Das behauptet Noah. Wenn wir das Wrack finden, haben wir den Beweis für USOs. Genau. Vor 30 Jahren wurde dieser Fall von der Küstenwache untersucht, die das Wrack gesichtet hatte. Selbst wenn wir das Wrack finden, hat das Aluminium 30 Jahre in Salzwasser gelegen und ist dadurch in schlechtem Zustand. Okay, Pat bereitet die Ausrüstung vor, Ted kümmert sich um die Nachforschungen und ich fliege mit Noah Feliz die Route ab. Während Bill mit Noah fliegt, werde ich mich mit Paul Elion und David Russo über deren Sichtungen unterhalten. Sie scheinen mit der gefilmten Sichtung von 1966 übereinzustimmen. Wir haben hier also untermauerte Fälle rund um Catalina und den Kanal.
Am späten Nachmittag des 29. Dezember 1968 beobachtet Paul Elion, heute Anwalt und Bewohner von Palos Verdes, seltsame Lichter über dem Catalina Channel. Ihm zufolge flogen diese Lichter in einer Formation und blieben dann abrupt über der Wasseroberfläche stehen. Ich sah da am Horizont ein paar Lichter, wie ich sie noch nie zuvor gesehen hatte. Sie reihten sich auf und kippten dann ab. Von einer 11 Uhr auf eine 5 Uhr Position. Und sie bewegten sich nicht vom Fleck. Bis heute habe ich keine Ahnung, was ich da gesehen habe. Während der Sichtung schaltet Elion sein Funkgerät ein und hört dabei etwas mit, was ihn bis heute verblüfft. Ich bin in die Garage gelaufen und habe in einem Anfall kindlicher Naivität mein Walkie-Talkie eingeschaltet, um Kontakt mit diesem Etwas aufzunehmen. Und dabei habe ich mich zufällig in einen Kanal der Küstenwache eingeklinkt. Der Mann sagte, das ist richtig, Bob. Ich habe keine Ahnung, was zum Teufel das ist. Es schwebt knapp 180 Meter vor meinem Bug und scheint zu kippen. Er berichtete genau dasselbe, was ich gesehen hatte. Das hat mir echt Angst gemacht. Am nächsten Abend brachten die Nachrichten die Geschichte als Aufmacher. Sie behaupteten, wir kennen die Antwort auf die unzähligen Telefonanrufe bezüglich der seltsamen Lichter, die gestern Abend gesichtet wurden. An einer Geschichte, die es in die Abendnachrichten schafft, muss mehr dran sein als nur ein paar Anrufe von benebelten Typen. Dutzende, wenn nicht Hunderte von Leuten waren derart aufgebracht, dass man ihnen eine Erklärung liefern musste. Aber die Erklärung selbst war wirklich schwach. Es hieß, zwei übermütige Studenten hätten mit Wetterballons herumgespielt. Was dachten Sie? Meiner Meinung nach werden zu viele dieser Erklärungen einfach mit Wetterballons abgetan. Wie der Roswell-Absturz. Wenn ich mit meinem jetzigen Wissen zurückblicke, dann bestätigen diese Erklärungen eher, dass ich eine wirkliche Anomalie gesehen habe. Weil die Erklärung so schwach war. Ja, und sie passte perfekt zu all den abstrusen Erklärungen. Elions Beobachtung zusammen mit dem Filmmaterial von 1966 bilden den Auftakt zu einer Serie von Sichtungen in diesem Gebiet. Der Long Beach Independent berichtete am 23. Januar 1968, dass der Sheriff von Avalon, Richard Cullen, ein, Zitat, mysteriöses, unbekanntes, schwebendes Objekt beobachtet hat. Das Zitat, Lichter an den Fenstern hatte und sich einfach auflöste. Die Zeitung berichtet weiter, dass, Zitat, ein grelles Licht das Meer rund um das Objekt erhellte und Minuten später wurden von dort aus Leuchtsignale in den Himmel geschossen. Eine andere Geschichte, die sich durch die Medien zog, stammt aus der Los Angeles Times vom 23. März 1977. Vincent Rupp, der stellvertretende Sheriff, berichtet von Dutzenden, Zitat, UFO-Sichtungen, die aus Sacramento, Salinas, Los Angeles, Orange County und der March Air Force Base zwischen 3.45 Uhr und 4 Uhr morgens gemeldet wurden. Der Zeitung zufolge befinden sich unter den Zeugen auch Mitglieder der Militärbasis und einige Polizeibeamte aus Los Angeles. Mark Hogan, ein Flughafenangestellter, berichtete, Zitat, die Tropfen bzw. zylinderförmigen Lichter bewegten sich mit hoher Geschwindigkeit gegen 3.30 Uhr von Catalina Island weg und waren, in meinen Augen, keine Naturerscheinungen. Ein Militärsprecher bestätigte, dass die Lichter auch von der Basis aus beobachtet wurden und sagte, Zitat, es gab zu diesem Zeitpunkt weder Abwurf noch Raketentests, die für Lichter gehalten hätten werden können. Diese Objekte konnten auch nicht vom Radar erfasst werden. Ich werde mit David Russo über seine Begegnung mit Usos sprechen. Das Besondere an seiner Sichtung ist, dass er genaue Zeichnungen über seine Beobachtungen gemacht hat, als die Erinnerung noch frisch war. Je mehr Informationen wir sammeln können, desto näher kommen wir dem Geheimnis der Usos rund um Catalina. Ich wohne in Long Beach, nahe am Meer. David Russo, ein pensionierter Anwalt, beobachtete am 4. August 2006 grelle Lichter über dem Kanal. Es war spät. So gegen 23.30 Uhr sprang mir ein blendend grelles Licht im Westen, in der Höhe von San Pedro, ins Auge. Es bewegte sich in einem sehr steilen Winkel in Richtung Wasser, mit enormer Geschwindigkeit.
Nach gut einem halben Kilometer, also fast 2 Kilometer von mir entfernt, blieb es plötzlich stehen. Über oder auf dem Wasser? Zwischen 3 und 9 Meter über dem Wasser. An der kurzen Seite hatte es 3 oder 4 blaue Lichter, an den langen 6 oder 8. Okay. Es rotierte dort für etwa 45 Sekunden. Dann gingen die blauen Lichter aus und es verschwand einfach. In weniger als einer Sekunde war es Richtung Catalina verschwunden. Ich hätte es lieber nicht gesehen. Ihr Leben wäre einfacher. Ja. Denn seit damals gibt es da diese Stimme, die sich immer wieder fragt, ob ich jemals erfahren werde, was ich da gesehen habe. Ist es möglich, dass ein solches Uso auch Noah Felices einmotorige Maschine 1980 vom Himmel geholt hat? Das ist das Heck eines Flugzeugs, genau da. Die dunklen Wasser rund um Catalina Island sind einer der aktivsten Hotspots der Erde, wenn es um Sichtungen von Usos, unbekannten schwimmfähigen Objekten, geht. 26. Januar 1980. Die Begegnung eines Piloten mit einem Uso über dem Santa Catalina Channel wird zu einem bahnbrechenden Ereignis in der Uso-Forschung. Noah Felice, ein Pilot mit 14 Jahren Flugerfahrung, und sein Cousin Mark starten mit Noahs 1972er Piper Cherokee von Catalina aus in Richtung Las Vegas. Felice sieht etwas auf der Wasseroberfläche. Er fliegt eine Kurve, um einen besseren Blick zu bekommen, als das unbekannte Objekt plötzlich mit einem Lichtstrahl auf ihn schießt und seine Instrumente ausfallen lässt. Kurz darauf stürzt die Maschine ins Meer. Noah wird gerettet. Sein Cousin Mark jedoch stirbt. Dieser Fall ist aus 3 Gründen so wichtig. Erstens, er ist relativ frisch. Kein 60 Jahre altes Ereignis, dessen Zeugen längst tot sind. Zweitens, Noah ist Pilot und damit ein geübter Beobachter. Er gibt sich keinen Fantasien hin. Drittens, seine Glaubwürdigkeit. Als Privatdetektiv muss Noah häufig vor Gericht aussagen. So viel Glaubwürdigkeit ist selten. Deshalb ist das hier eine großartige Geschichte. Und wir freuen uns, sie untersuchen zu dürfen. Erzählen Sie mir doch, wie das war, als Sie vor 28 Jahren von hier aus losgeflogen sind. Wir starteten bei klarem Himmel. Mein Cousin sagte mir, dass er nur noch 6 Monate zu leben hatte. Jemand, den Sie wie lange kannten? Wir sind zusammen aufgewachsen. Wir waren einander so nah wie Brüder. Nachdem er mir erzählt hatte, dass ihm nur noch 6 Monate bleiben, entschloss ich mich, mit ihm nach Las Vegas zu fliegen, um ihn ein wenig aufzuheitern. Sie wollten also nach Las Vegas, um noch ein wenig Zeit miteinander zu verbringen, da Sie nicht wussten, wie lang er noch hatte. Noah und Bill besteigen ein Flugzeug, um Noahs Route von 1980 nachzufliegen. Sie sind also gestartet. Und dann? Mich beschlich so ein seltsames Gefühl, als würden mir die Haare zu Berge stehen. Und dann sah ich dieses Objekt im Wasser. So groß wie 2 Häuser. Die Form konnte ich wegen des Wassers nicht genau erkennen. Von hier an nimmt Felices Geschichte eine seltsame Wende. Er berichtet, dass er, als er einen genauen Blick auf das Objekt warf, Wesen sehen konnte. Auf dem Dach dieses Objektes war eine Tür. Und dort war ein Wesen. Es war jedenfalls kein Mensch. Ich wusste nicht mehr, was ich glauben sollte. Deshalb entschloss ich mich, eine Kurve zu fliegen, um einen besseren Blick zu bekommen. Was passierte dann? Dann traf uns der Lichtstrahl. Felices Bericht zufolge wurde er nach der Kehre von einem extrem grellen Lichtstrahl geblendet, der von dem Objekt ausging. Das Licht verfolgte die Maschine die nächsten 34 Sekunden und schien dabei auch die Kontrolle über die Instrumente zu übernehmen. Das Licht war lebendig. Es war flüssiges Licht. Dann hörten plötzlich alle Geräusche auf, selbst die Vibrationen aus dem Motorraum. Und dann traf uns der zweite Lichtstrahl.
Dieser, so Felice, übernahm endgültig die Kontrolle über die Maschine und besiegelte schließlich ihr Schicksal. Der Innenraum fing plötzlich an zu leuchten und ich wusste, dass wir uns bewegten, weil das Licht immer intensiver wurde. Es fühlte sich an, als würden wir eine Art Portal durchfliegen. Keine Tür, sondern ein Portal aus Licht. Und dann machte es Bang. Noah und der Körper seines Cousins Mark wurden 20 Minuten später von einer Patrouille der Küstenwache geborgen. Noah ist der Meinung, der Aufprall hätte ihn aus dem Cockpit geschleudert. Sein Sicherheitsgurt wäre gerissen und die Cockpitscheibe zerbrochen. Doch seine Verletzungen deuten auf nichts davon hin. Er kommt mit einer Gehirnerschütterung und einem gebrochenen Bein davon. Heute ist Noah überzeugt, dass er von dem Uso gerettet wurde. Und er vermutet, dass sowohl die Sicherheitsgurte als auch die Cockpitscheibe noch völlig intakt sind. Es war unglaublich. Ich habe gefroren und überall um mich herum war Blut. Es war einfach schrecklich. Ich war 15 oder 20 Minuten lang tot, bevor man mich aus dem Wasser geborgen hat. 15 bis 20 Minuten tot? Das grenzt an ein medizinisches Wunder. Normalerweise fangen die Gehirnzellen nach 5 bis 7 Minuten ohne Sauerstoff an, abzusterben. Und man gilt als hirntot. Und die Haie haben mich auch nicht erwischt. Wir werden den Graben unter die Lupe nehmen. Und sollte Ihre Maschine dort unten sein, holen wir sie rauf. Mal sehen, was wir finden. Wir sind gerade Noahs Route noch einmal nachgeflogen, um zu sehen, wo das Uso ihn erwischt hat. Jetzt liegt es an Pat, da rauszufahren und das Wrack zu finden. Noah weiß nicht, wie er aus dem Cockpit gekommen ist, aber er hatte kaum Schürfung. Wie soll er rausgekommen sein, wenn nicht durch das Cockpitfenster? Sind die Sicherheitsgurte noch intakt? Wenn ja, würde das seine Vermutung, von den Aliens gerettet worden zu sein, untermauern? Wurden die Instrumente durch ein Magnetfeld eingefroren? Dann könnte uns das verraten, was die Maschine getroffen hat. Um den Fall zu lösen, müssen wir die Maschine finden. Dann los! Wir nähern uns unserem ersten Punkt, Empire Landing. Hier müsste laut Bericht des Sheriffs von Avalon das Wrack liegen. Die Küstenwache dagegen sagt, es wäre bei Ripper's Cove. Das Team hat die Berichte des Avalon und Catalina Sheriff Büros eingesehen. Denen zufolge gibt es zwei mögliche Positionen für Noahs Maschine. Empire Landing und Ripper's Cove. Beide Punkte liegen etwa 13 Kilometer von Avalon entfernt auf der Richtung Los Angeles liegenden Küstenseite. Das Team fängt bei Empire Landing mit der Suche an. Hier beträgt die Wassertiefe etwa 20 Meter. Wie weit ist es noch? Gute 10 Meter. 10 Meter? Das Team lässt ein Schallsonar ins Wasser ab, das hinter dem Boot hergezogen wird. Ein Schallsonar sendet Radiowellen auf den Grund des Kanals und das Rücksignal wird von einem Computer an Bord in Bilder umgewandelt. Sonarspezialisten von Aqua Survey unterstützen das Team. Wie würde unser Zielobjekt etwa aussehen? Worauf muss ich achten? Etwas Hochreflektierendes. Metall. Also etwas mit geraden Linien, die irgendwie verbunden aussehen. Keine Kurven. Genau. Das ist wie bei einem Porno. Die kann man auch erst beschreiben. Wenn man sie gesehen hat. Das Team nähert sich Empire Landing. Nähern wir uns dem Zielgebiet? Ja, wir sind gleich da. Das Aqua Survey Team sucht den Boden in parallelen Linien, sogenannten Transiten, ab. Für jede dieser Transite brauchen sie etwa 30 Minuten. Dem Bericht des Sheriffbüros von Avalon zufolge müsste die Maschine auf einem der Transite liegen. Was ist das? Gary, haben wir das Ziel erreicht? Na dran, haltet Ausschau. Wir haben gerade ein Geröllfeld passiert. Ich würde sagen, das sind Braunalgen. Auf dem Sonar waren nur Braunalgen zu sehen. Der dichte Bewuchs hat im Sonar für ein falsches Bild gesorgt. Ist das ein Flugzeug? Ich denke nicht. Pat?
Nein, sieht nicht aus wie ein Flugzeug. Negativ. Das Team kann bestätigen, dass das Wrack nicht hier liegt. Es macht sich auf den Weg zur zweiten Position, Ripper's Cove, gut 7 Kilometer östlich gelegen. Ich habe das starke Gefühl, wenn wir dieser Route folgen, dann müssten wir gut 7 Kilometer östlich der Landenge entfernt zwischen hier und diesem Gipfel auf die Maschine stoßen. Ich will dieses Flugzeug finden. Moment mal. Moment. Wow. Seht euch die Signalstärke an. Ganz schön hoch. Das ist das Heck eines Flugzeugs. Genau da. Das ist eine 4,5 Meter Tragfläche. Eine Spannweite von über 9 Metern. Da ist das Heck und hier eine Tragfläche. Seht ihr? Ja, könnte es das sein, Noah? Pat, zieh dir das an. Wir überqueren gerade ein Trümmerfeld. Wirklich? Was haben wir? Sieht das wie eine Tragfläche und ein Heckruder aus? Wie ein Rumpf? Oh mein Gott. Hey, Captain Dave. Ja. Wir sind über einem Trümmerfeld. Lass mir die Taucher ins Wasser. Klar, rein mit ihnen. Okay. Jake, du hast gut 20 Meter Wasser unter dem Kiel. Halt dich U-förmig Richtung Norden und geh nicht unter 30 Meter. Okay, Jake, wenn du das Wrack findest, will ich, dass du zuerst prüfst, ob die Frontscheibe noch ganz ist. Dann will ich, dass du ins Cockpit schaust und nachsiehst, ob die Sicherheitsgurte noch intakt sind. Noah behauptet, nach dem Aufprall von unbekannten Wesen geborgen worden zu sein. Wahrscheinlich denselben Wesen, die den Absturz verursacht hatten. Noah wurde aus dem Cockpit gerettet und der einzige Weg dort raus führt durch die Frontscheibe. Sind die Sicherheitsgurte und die Frontscheibe noch intakt, würde das Noahs Geschichte stützen. Wie lautet die Hecknummer? 81 Mike. 81 Mike. Viel Glück und hol sie für uns hoch. Hat das Team das Wrack von Noahs Maschine gefunden? Wir haben den Treffer. Und kann dieses Flugzeugwrack einen Beweis für eine Begegnung mit unbekannten schwimmfähigen Objekten liefern? Im Januar 1980 schoss ein unbekanntes schwimmfähiges Objekt einen Lichtstrahl auf die Maschine von Noah Felice, wodurch seine Maschine in den Santa Catalina-Kanal stürzte. Jetzt sucht das Team nach dem versunkenen Flugzeug. Finden Sie das Wrack und ist die Windschutzscheibe noch intakt, könnte das ein Beweis für den Kontakt mit einem Uso sein. Was gefunden? Das Flugzeug ist ein kleines Boot. Was? Ein kleines Boot. Im ersten Moment hielt ich es für ein Flugzeug und dachte schon, wir hätten es gefunden. Dann bin ich rumgeschwommen und habe es mir genauer angesehen. Und hinten bin ich dann auf einen Außenbordmotor gestoßen. Abgesehen von Felices Zeugenbericht gibt es noch zwei weitere glaubwürdige Quellen, die dieses Gebiet als Absturzort vermerkt haben. Die Küstenwache von Catalina und das Sheriffbüro von Avalon. Doch das Ganze wird immer geheimnisvoller, denn das Flugzeug ist nicht zu finden. Jake ist wieder aus dem Wasser. Er hat einige Tauchgänge gemacht und ein paar Sachen gefunden. Aber von Noahs Maschine fehlt jede Spur. Wo könnte sie sein? Wir schicken Jeff und Ted ins Labor. Dort können sie die Strömung, die Hangneigung, die Gezeiten und die Winde berechnen, um herauszufinden, was mit Noahs Maschine geschehen ist. Vielleicht finden sie ja im Labor einen Schlüssel für die Lösung dieses Rätsels. Seit 1980 kann das Flugzeug längst von seiner ursprünglichen Position abgedriftet sein. Hi John, Jeff. Hi. Jeff und ich werden hier in Tyndalls Labor die Position neu berechnen. Vielleicht finden wir ja ein paar Zusatzinformationen, die uns helfen, die Position der Maschine besser einschätzen zu können.
aircraft. Versuchstechniker John Tyndall will die Kräfte, die unter Wasser herrschen, nachstellen, um herauszufinden, welche Auswirkungen diese auf Noahs abgestürzte Maschine haben konnten. Der Bernoulli-Effekt besagt, dass bewegte Flüssigkeit weniger Druck ausübt als statische. Wie bei diesen beiden Kartons hier. Wenn wir die Flüssigkeit im Zwischenraum, in diesem Fall die Luft, beschleunigen, dann ziehen sie einander an. Diese Anziehung kennen wir von den Tragflächen der Flugzeuge. Die Luft, die über die Tragfläche strömt, ist schneller als die unter den Tragflächen. Das wiederum erzeugt einen Unterdruck und damit einen Auftrieb. Wir vermuten, das Wrack, das hier liegt, wurde durch die Strömung des Wassers angehoben und, da es auf einem Abhang lag, hat sich dieser Effekt wiederholt und ist damit tiefer in den Grund gegraben. Mal sehen, ob ein Flugzeugrumpf tatsächlich durch den Bernoulli-Effekt angehoben werden kann. Wenn man sich die Topographie rund um die Bucht von Catalina ansieht, gibt es dort steile Klippen, die sich unterhalb der Wasserlinie fortsetzen und dann in den tiefen Abgründen des Grabens enden. Wäre das Flugzeug in der Nähe der Küstenlinie eingeschlagen und dort im gut 15 Meter tiefen Wasser gelandet, wäre es am Grund auf einem steilen Hang gelandet. Und von dort aus hätte es im Laufe von 30 Jahren in die Tiefe rutschen können. Ich starte jetzt die künstliche Strömung. Das könnte ein bisschen laut werden. Ja, man kann sehen, wie es den Grund unter der Vorderseite aufwirbelt und das Heck wird immer tiefer eingegraben. Da geht's runter. Er setzt sich immer tiefer. Sobald das Wasser gegen das Testobjekt prallt, wird der Meeresgrund aufgewirbelt und die Schwerkraft zieht das Objekt hinunter. Beim ersten Tauchgang hatten wir noch keine Vorstellung, wie steil dieser Hang wirklich ist. Um die Maschine nach 30 Jahren des Driftens zu lokalisieren, orientiert sich Ted an der Länge der Landebahn von Catalina. Auf dieser Skala ist die Landebahn knapp 4 cm lang. Daraus können wir schließen, dass ein halber Zentimeter ungefähr 18 Meter zusätzliche Tiefe ausmacht. Der durch die Strömung ausgelöste Drift, zusammen mit der Neigung des Meeresbodens, könnte die Maschine tiefer in den Kanal getrieben haben. Ein Effekt, den man auch Massenverschiebung nennt. Eine Massenverschiebung entsteht immer, wenn Fels, Geröll, Schlamm oder Sand durch die Schwerkraft in die Tiefe gezogen werden. Unter Wasser zieht es das Geröll in die Tiefe. In diesem Fall in Catalina haben wir Faktoren, die diesen Effekt verstärken. Das Team vermutet, dass die Feuchtigkeit des Meeresbodens, dessen mangelnde Stabilität und sein Neigungswinkel dafür verantwortlich sind, dass die Maschine verloren ging. Man kann jetzt schon sehen, dass die großen Brocken zu rollen anfangen. Das nennt man Massenverschiebung. Stellen wir uns vor, hier oben liegt ein Objekt, das würde zusammen mit dem ganzen Sand den Hügel runterrutschen. Nehmen wir an, das hier ist der Rumpf unserer Maschine. Mal sehen, ob er auch ins Rutschen kommt, wenn das Wasser von unten dagegen drückt. Es funktioniert. Es rutscht. Es rutscht sogar gegen die Strömung. Es liegt am Verhältnis zwischen Schwerkraft und Dichte des Sandes. Daran kann man erkennen, dass ein Objekt selbst in kurzer Zeit weit rutschen kann. In einem Zeitraum von 30 Jahren hätte es also ziemlich weit kommen können. Da haben wir unseren Beweis. Absolut. Kein Zweifel, dass am angenommenen Absturzpunkt mit der Hanglage und all den anderen Faktoren ein hohes Maß an Massenverschiebung in Richtung Abgrund stattgefunden hat. Basierend auf dem Modell und den Versuchen wissen wir, dass das Flugzeug weiter von der Küste wegliegen muss. Richtig. Wir brauchen ein neues Koordinatensystem. Das Team dringt in die Tiefen der mysteriösen Gewässer von Catalina vor. Doch was sie finden, macht alles nur noch rätselhafter. Wie viele Flugzeugwracks gibt es hier? Basierend auf den Versuchsdaten aus dem Labor macht sich das Team zu einem neuen Gebiet auf. Dorthin, so meinen sie, ist das Wrack gedriftet. Fast 4 Kilometer östlich der ursprünglichen Suchzone. Gemäß der neuen Parameter und der Strömung in diesem Gebiet haben wir unsere Suche in tieferes Gewässer verlagert. Dieses neue Gebiet führt das Team näher an den San Pedro-Graben. Mit einer Tiefe von annähernd 2 Kilometern ist das einer der tiefsten Punkte des Kanals. Viele USO-Forscher sind der Meinung, die gehäuften Sichtungen wären auf diesen Graben zurückzuführen.
der ein ideales Versteck für Usos bietet. Wir suchen nach einer Piper Cherokee und wir vermuten, dass das Wrack irgendwo hier draußen liegen muss. Unsere vorherigen Messungen sind hier angestrichen. Jetzt nehmen wir an, dass das Wrack sich langsam den Hang hinuntergearbeitet hat und dabei immer tiefer gesunken ist. Die starke Strömung des Kanals lässt jedes Objekt abdriften. Und während die Strömung es leicht anhebt, zieht die Gravitation es immer tiefer in den Grund des Kanals. So die wissenschaftliche Theorie. Doch jetzt muss das Team noch eine weitere Theorie mit einbeziehen. Könnte das Uso die Maschine vielleicht mitgenommen haben? Wir werden uns mit Preston Dennett unterhalten, der uns erklären kann, welche Geheimnisse dieser Kanal hütet. Er hat etliche Bücher über UFOs und Usos über Südkalifornien verfasst und wird uns helfen, die verworrenen Rätsel zu entschlüsseln, um herauszufinden, was hinter den Usos im Catalina-Graben steckt. Ich bin der Meinung, hier befindet sich der Uso-Hotspot der Welt. Die Uso-Sichtungen datieren zurück bis ins Jahr 1947, dem Beginn der modernen UFO-Berichte. Ich habe allein hier in dieser Gegend 50 bis 100 Berichte sammeln können. Der Uso-Forscher Preston Dennett ist in vielen Berichten im Santa Catalina-Kanal auf den Grund gegangen und hat dabei eine sehr kontroverse Theorie über die Häufung der Uso-Sichtungen in diesem Gebiet aufgestellt. Meiner Theorie zufolge gibt es hier so etwas wie eine Unterwasserbasis. Das klingt verrückt, aber wie sonst sollten sich die zahlreichen Sichtungen erklären lassen? Warum ausgerechnet diesen Ort als Basis? Unseretwegen. Das Einzigartige an diesem Ort hier ist, dass er sehr nahe an einem dicht besiedelten Gebiet liegt, Los Angeles. Meine Theorie ist, dass die Usos diesen Ort als Jagdversteck nutzen. Hier können sie ihre Schiffe verstecken und haben direkten Zugang zu großen Menschenmassen. Das ganze Gebiet hier ist von unterirdischen Tunnelsystemen durchzogen, die sich vom Edwards Luftwaffenstützpunkt über Vandenberg bis hin nach Catalina Island ziehen. Es gibt hier also auch militärische Präsenz. Ich kenne einen Fall, der sich 1967 zugetragen hat. Dabei wurde ein Mann direkt hier aus dem Avalon Harbor von seinem Boot entführt. Unter Hypnose konnte er sich daran erinnern, an einen Ort mit Felswänden gebracht worden zu sein. Und er hatte das Gefühl, unter der Erde zu sein. Wo sonst sollte das gewesen sein als hier in dieser Bucht? Der Santa Catalina-Kanal hat eine Tiefe von fast 2 Kilometern und, wenn es dort unten Tunnel und Höhlen gibt, so wären diese mit konventioneller Technologie kaum nachweisbar. Wir können nicht in so extreme Tiefen vordringen wie deren Fahrzeuge. Selbst unsere großen U-Boote nicht? Nicht so einfach wie deren Fahrzeuge, die aus dem Wasser stoßen und dann in einen Flugmodus übergehen. Da können wir nicht mithalten. Wissen Sie, welche Technologie Sie dafür nutzen könnten? Es ist weit fortgeschrittener als alles, was wir haben. Gruselig ist, dass Sie dieses Gebiet als Jagdversteck bezeichnen. Denn wenn es ein Versteck ist, gibt es einen Jäger. Und das Einzige, was es hier zu jagen gibt, sind wir. Ich weiß, dass das beunruhigend klingt. Genau wie die Zeugen bin ich der Meinung, dass wir nicht allein sind. Und das schon seit sehr langer Zeit. Wenn ich ein wenig grün im Gesicht aussehe, dann liegt das daran, dass die Fahrt von Catalina ein bisschen rau war. Wir haben etwa eine Stunde auf fast 10 Meter hohen Wellen verbracht und das hat sich nicht wirklich mit meinen Rühreiern vom Frühstück vertragen. Bringt den Fisch ins Wasser, okay. Captain Ray Arnst befährt die Gewässer des Catalina-Kanals seit über 20 Jahren. Okay. Alles bereit. Aufnahme läuft. Das Schallsonar oder der Fisch, wie man ihn nennt, ist im Wasser. Wir fahren unsere Koordinaten ab und suchen das Zielobjekt. Wir haben hier sowas wie einen Treffer auf dem Bildschirm. Wir würden gerne das Echolot drüber laufen lassen. Wie sieht der Treffer aus? Zylindrisch. Zylindrisch? Wie ein Flugzeugrumpf. Ja. Müssten wir da nicht auch Tragflächen sehen? Warum sehen wir nur einen Rumpf? Die können beim Aufprall abgebrochen sein. Vielleicht liegt es auch am Aufnahmewinkel. Okay. Viele Gründe. Das Team fährt mit seiner Suche am Ripper's Cove fort. Hey Ted, sieh dir das mal an. Was hast du?
Ich habe hier was, das aussieht wie ein Flugzeug. Ja, prima. Ziemlich eindeutig. Sieht aus wie der Rotor, die Tragflächen. Wow, wir haben tatsächlich ein Flugzeug gefunden. Ja, deshalb gehe ich diesmal auch mit runter. Ich bin ziemlich aufgeregt, da es so aussieht, als hätten wir tatsächlich ein Flugzeug gefunden. Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass es unsere Maschine ist. Wenn ihn Außerirdische aus dem Flugzeug geholt haben, dann müssten die Cockpitscheibe und die Sicherheitsgurte noch am Platz sein. Genau das hoffe ich da unten zu finden. Denn das würde seiner Geschichte über eine Begegnung mit Aliens noch mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Pat und Ted untersuchen eine Absturzstelle bei 33 Grad 27 Minuten Nord und 118 Grad 25 Minuten West. Das Wrack liegt in ungefähr 30 Metern Tiefe. Es ist klein, sieht alt aus und stimmt mit Noahs Beschreibung überein. Ist das wirklich Noahs Maschine? Und wenn ja, kann das Team beweisen, dass sie durch ein unbekanntes Objekt zum Absturz gebracht wurde? Nun? Es war zwar ein Flugzeug, aber keine Cherokee. Woher weißt du das? Die Laderaumtür achtern. Könnte eine Piper Warrior die nächstgrößere Ausgabe sein. Eine Cherokee hat keine Laderaumtür. Verdammt! Noahs Maschine war eine viersitzige Piper Cherokee, ein Tiefdecker. Die Maschine hier ist größer und hat eine Laderaumtür achtern an der Backbordseite. Sowas gab es nicht an Noahs Piper. Das Flugzeug scheint verschwunden. So ein Mist. Wie viele Flugzeugwracks gibt's hier draußen? Vielleicht ist das den Hang hinuntergerutscht. Deine Theorie. Die Maschine ist vor 28 Jahren abgestürzt. Sie könnte weiter gerutscht sein als vermutet. Und tiefer. Wir haben zwar eine Maschine gefunden, aber nicht die von Noah. Teds Labortest zufolge müsste die Maschine in dieses Gebiet getrieben worden sein. Aber wo ist es? Für mich macht das das Uso-Rätsel in Catalina Island nur noch mysteriöser. Was für Theorien haben wir also? Nummer 1. Die Maschine driftete Richtung Ufer und ist zerschellt. Nummer 2. Durch die Wellenbewegungen, die Gezeiten und den Wind wurde sie aufgewühlt und ist in den Graben gefallen. Und dann gibt es noch die Annahme, dass es da draußen eine Uso-Basis gibt, die die Maschine mitgenommen hat oder dafür sorgte, dass sie nicht gefunden wird. Wir können diese Hypothese weder bestätigen noch dementieren. Noah Felice ist ein sehr glaubwürdiger Zeuge. Ich bin mir sicher, dass hier etwas passiert ist. Ich denke also, dass eine außerirdische Manipulation seiner Maschine durchaus möglich sein könnte. Doch wo liegt die Verbindung zwischen den Uso-Geschichten im Catalina Channel und Noahs Absturz? Der gefährliche Teil. Jetzt ist die Wissenschaft gefragt. Okay, Jeff. Und die fördert Überraschendes zutage. Wow. Pilot Noah Felice behauptet, dass sein Flugzeug 1980 von einem Lichtstrahl angegriffen wurde, der die Kontrolle der Maschine übernahm und sie zum Absturz brachte. Das Team will herausfinden, ob ein elektromagnetischer Impuls tatsächlich ein Flugzeug außer Kontrolle setzen kann. Wir nehmen an, dass das Uso mit einem elektromagnetischen Impuls, kurz EMP, die Flugzeugelektronik außer Kraft gesetzt und es zum Absturz gebracht hat. In Tyndalls Labor wird diese Hypothese getestet. Das könnte gefährlich werden, aber es sollte uns einen tieferen Einblick in Noahs Begegnung mit dem Uso verschaffen. Wir wollen herausfinden, ob ein starker EMP tatsächlich die Elektronik eines Flugzeugs lahmlegen kann. Wir benutzen dafür einen extrem starken Elektromagneten. Dreh auf, Jeff. Ihr seht, wie er es anzieht.
Schalt ihn aus? Okay. Dieser Magnet ist anders als die, die einen Nord- und einen Südpol haben und den auch beibehalten. Dies hier ist ein Magnet mit Wechselspannung, bei dem die Pole nicht festgelegt sind. Damit kann man Strom erzeugen. Wenn wir dieses Magnetfeld in die Nähe dieses Stabes bringen, springen die Elektronen auf die Ummantelung über und lassen die Lampe leuchten. Okay, Jeff, dreh auf. Okay, Jeff, turn that baby up. Sie leuchtet. Das zeigt, wie man ein magnetisches Feld erzeugen und damit ein Objekt manipulieren kann, ohne es dabei berühren zu müssen. So kann man aus der Entfernung ein Spannungsfeld errichten. Die Elektronik eines Flugzeuges kann durch ein elektromagnetisches Feld außer Kraft gesetzt werden. Wenn die Berichte stimmen und das Objekt tatsächlich mit einem elektromagnetischen Impuls auf Noahs Maschine geschossen hat, hätte das die Elektronik lahmlegen können. Der Motormagnet, der sich im Propeller befindet, ist ein Permanentmagnet. Sobald der Propeller sich dreht, läuft er an dieser Spirale vorbei und erzeugt dabei einen elektrischen Impuls, der über den Funken den Motor in Gang setzt. Wir wollen versuchen, eine Spannung zu erzeugen, mit der dieser Motor nicht rechnet und die Übertragung des Funkens verhindert, so wie es von dem USO berichtet wird. Wir versuchen, einen Flugzeugmotor mit einem selbstgebauten EMP oder elektromagnetischen Impuls zum Absterben zu bringen. Jetzt wird es gefährlich, also zurücktreten. Wir führen unseren EMP-Generator, also den extrem starken Elektromagneten, hier an den Motor heran und wollen sehen, ob das magnetische Feld den Motor ausschalten kann. Fertig. Propeller los. Okay, Jeff. Auf. Abschalten, Jeff. Wow. Wow. Well, that did it. Das war's dann. Das war die vereinfachte Form dessen, was ich abgespielt haben könnte. Aber es beweist, dass der Magnet die Übertragung der Spule unterbrochen und damit den Fluss der Elektronen gestoppt hat, was den Motor absterben lässt. Bei Flugzeugen wird auf das Gewicht geachtet. Es wird wenig Stahl oder Eisen verwendet. Alles Elemente, die einem magnetischen Feld standhalten könnten. Sollte also ein magnetisches Feld bei diesem Flugzeug benutzt worden sein, hätte die Maschine dem nicht viel entgegensetzen können. Stimmt. Könnte man mit einem solchen Elektromagneten also tatsächlich genug Spannung an den Zündfunken übertragen? Kreiert man ein extrem starkes elektromagnetisches Feld, das man wie eine Waffe auf den Punkt genau ausrichten kann, könnte man damit ein Flugzeug aus einer Entfernung von 300 Metern manipulieren. Ein wirklich beeindruckendes Beispiel dafür, wie man eine Geschichte von einem Augenzeugen aufschlüsseln und über Laborversuche nachweisen kann. Allein anhand der glaubwürdigen Berichte der Augenzeugen bin ich überzeugt, dass dieses Gebiet ein UFO-Hotspot ist. Ohne die Maschine als Beweis können wir uns hier nur auf Erzählungen und die Geschichten der Leute stützen. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, der mich zu irgendeiner Schlussfolgerung kommen lässt. Wie steht es mit Preston Dennetts Theorie? Könnte das USO selbst das Objekt mitgenommen haben, weil daran Spuren des USOs waren? Wenn wir die Möglichkeit in Erwägung ziehen, dass sie tatsächlich an Noahs Absturz beteiligt waren, dann können wir auch davon ausgehen, dass sie im Anschluss etwas mit der Maschine gemacht haben. Die Wissenschaft lässt USOs durchaus möglich erscheinen. Unsere Zeugen sind außergewöhnlich glaubwürdig und ihre Geschichten wirklich angsteinflößend. Die Berichte von Menschen, die USOs gesichtet haben, ziehen sich von der Zeit Christoph Kolumbus bis zu den Anrufen im Sheriffbüro von Lost Hills. Wenn man das alles zusammennimmt, dann komme ich zu dem Schluss, dass USOs echt sind. Ich bin der Meinung, dass sie irgendwo dort draußen sind. Und das schon seit Tausenden von Jahren.